Ich bin ja ein großer Bader. Also man trennt sich ja zwischen Duschen, also nackt im Stehen, sich mit Wasser begießen zu lassen, oder in seiner eigenen Suppe zu schwimmen. Einfach in seiner Soße, wie im Sud. Und ich bin ein großer Bader. Ich liege da und gucke dann die erste Staffel Sopranos und finde das total super. Du musst in sich wie so Blätterteig musst du werden. Und dann war ich in einem Hotel und da hatte ich extra anrufen lassen über Dritte. Also nicht mal über die Agentin selbst, die hat noch einen Mittelsmann, der dann anruft, dass ich ein Zimmer gerne hätte mit Badewanne. Und dann hatte ich doch eins mit Dusche. Dann habe ich mir gesagt, mir reicht das jetzt? Ich werde trotzdem baden. Ich werde hochkant in die Duschkabine gehen, die von innen abdichten mit Handtüchern, Kleber, dass ich Wasser bis zum Kinn einlaufen lassen kann. Und das habe ich gemacht, das ging mir bis zum Bauchnabel und dann hat es an der Tür geklopft. Ich war da einfach zu neugierig. Das hat 4.000 Euro gekostet. Man ist ja entweder Bader oder halt... Meinhof. Oder Meinhof.